Einen wunderschönen guten Morgen und seid schön gegrüßt zum 15. Dezember. Wir haben keine zweistellige Zahl mehr, bis der 24. kommt, nur noch 9 Tage, bis der 24. da ist. Das heißt, es geht immer schneller. Und ich möchte an dieser Stelle hier als erstes sagen, vielen, vielen Dank an euch für all die netten Kommentare zum 14. Dezember Video. Ich habe ja da ein bisschen drüber gequatscht und wegen, ja, warum guckt ihr eigentlich meine Videos? Mal ohne Scheiß, die Kalendervideos sind doch voll langweilig. Und nein, so denke ich jetzt nicht, dass die voll langweilig sind. Aber so im Vergleich zu manch anderen, ich denke immer wieder an die geilen Videos, wo ich im Urlaub bin. Warum guckt die eigentlich keiner? Das kann nicht euer Ernst sein. Die sind richtig gut. Na jedenfalls, ist jetzt nicht böse gemeint. Na jedenfalls habe ich mir da so ein bisschen gesagt, ja, warum guckt es eigentlich und guckt deswegen eine Quatsche? Und richtig viele Kommentare kamen von euch. Habe ich mich riesig drüber gefreut. Ich muss mal eben noch mal ein Vitamin D nehmen, wo ich das hier gerade so sehe. Randinfo, Eistee, den Foodlove gerne trinkt. Gibt's im Netto. So. Und ich habe mich riesig gefreut über all die Kommentare, wo ich geschrieben habe, ja, wir gucken das gerade wegen deinem Gequatsche und wir finden dieses und jenes toll und schön, wie du das machst und so weiter und so weiter. Habe ich mich echt riesig drüber gefreut. Vielen Dank an dieser Stelle dafür. Und wir fangen aber jetzt hier direkt mal an mit abermals dem Center und Golden Retriever Hund, wie ich neulich erfahren habe, ein Kommentar. Danke dafür, ich wusste es nicht. Ich habe nur gesehen, dass er keine großen Ohren hat. Die Nummer 15 ist hier. In der goldenen Christbaumkugel. Leute, ich habe keinen Weihnachtsbaum. Ich befürchte, ich werde dieses Jahr keinen Weihnachtsbaum haben. Das geht gar nicht. Und was noch schlimmer ist, ich überlege, ob ich mir einfach nur... Eigentlich gab es bei Aldi Nord immer so einen kleinen, also letztes Jahr zumindest, so einen kleinen fertig geschmückten. Der war irgendwie nur... Weiß ich nicht, so hoch. Jetzt hat man sich so einen Meter vielleicht oder 1,20 Meter fertig geschmückt. 20 Euro in so einem Erdtopf. Tschüss, ab dafür. Habe ich mir eine Bude gestellt, geschmückt. Ich brauchte nichts machen mit Lichterkette. Mit so einer batteriebetriebenen. Gab's dieses Jahr nicht. Und jetzt habe ich keinen scheiß Weihnachtsbaum. Und jetzt habe ich überlegt, ob ich mir eine echte Tanne kaufe. Aber ganz ehrlich, ich habe da keinen Bock drauf. Da muss ich das Ding wieder ein... Jetzt für mich alleine hier zu Hause ist halt irgendwie, weiß ich nicht, zu viel Aufwand. Habe ich ehrlich gesagt keine Lust drauf. Und jetzt überlege ich, und das ist echt schlimm, weil ich habe das schon so oft gesagt, auch schon mal hier auf meinem Kanal, man kann sich keinen Plastikbaum kaufen. Ey, aber Mann, besser als gar keinen Baum. Das geht gar nicht. Ich meine, ich bin jetzt echt mit mir am Hadern, ob ich das tun sollte, weil es ist irgendwie schlimm für mich, keinen Weihnachtsbaum zu haben. Naja. Hier drin ist der Teddy mit dem Geschenk. Teddy ist ein schlechtes Thema, denn mein Teddy liegt seit 33 Jahren in meiner Wohnung bzw. in meinem Kinderzimmer und jetzt ist er in meinem Schrank verbohrt. Und so ein alter Teddy aus Kindheitstagen, das ist immer so eine traurige Angelegenheit. Sowas kann man sich nicht angucken, da wird man immer ganz wehleidig. Deswegen lassen wir das einfach mal und ignorieren mal hier das Thema Teddy, Teddy mit dem Geschenk. Wohlgemerkt, mein anderes liebstes Kuscheltier heißt Nilpferd. Aber lassen wir das jetzt auch einfach mal. Oh Gott, was ich hier alles über mich erzähle. So, die Schokolade war hier drin, die klassische. Jetzt kommen wir mal hier wieder zum tollsten aller Kalender und spektakulärsten, dem Hirschmarkt-Kalender. Und wir glauben es, beziehungsweise wir könnten ja mal hoffen, dass diesmal nicht eine Lindkugel drin ist. Ich glaube, unser Wunsch wird nicht erfüllt oder unser Glaube, unsere Hoffnung wird enttäuscht. Trotzdem können wir einfach mal so tun, als ob hier irgendwas Spektakuläres drin ist. Wenn wir die Nummer 15 mal finden, hier unten ist sie. Ich wette, hier drin ist jetzt ein Dinosaurier. Hallöchen. Übrigens, manche von euch wissen es vielleicht nicht. Ich schreibe ja auch für Dortmund24. Das ist eine Newsseite. Für die schreibe ich Restaurantkritiken. Da könnt ihr gerne mal reinschauen. Geht mal auf dortmund24.de. Gebt mal irgendwie Foodlove ein und oder Darius, das ist ja mein Vorname. Da findet ihr von mir Restauranttests. Übrigens hier eine Lindor-Kugel, eine blaue. Man kann nämlich lesen, was draufsteht, wenn man sich so wie ich jetzt hier mal Mühe gibt. Eine blaue Lindor-Kugel im Hirschmann-Kalender. Als nächstes der Reese's Peanut Butter Cups Kalender. Die Nummer 15. Ich war übrigens gestern bei einem sehr geilen Thailänder, muss ich sagen. Sehr lecker. Tham Nak Thai in Dortmund. Könnt ihr mal ausprobieren. Achtung, das war Werbung. Ein Reese's Peanut Butter Cup, diesmal wieder in klassischer Schokolade. Mit klassischer Schokolade. Sehr schön. Wie schön das goldig immer glänzt. So. Und jetzt kommen wir zum supergeilen Nummer 15 Aldi Nord Adventskalender. Hier unten mit dem Tannengrün. Einmal aufmachen. Was steht hier drin? Barbecue an Weihnachten. Wer macht denn sowas? Ich nicht.
wäre eigentlich mal geil. Alter. Oh. Oh. Das ist das geile Ding mit den Nüssen. Ich liebe alles mit Nüssen. So. Vollmilchschokolade, behaupte ich mal, Mandelsplitter. Was ist drin? Ich glaube, das Ding war immer sehr, sehr geil. Mandelnusssplitter in Milchschokolade. Also quasi keine Füllung, sondern nur Mandeln und Nuss. Boah, herrlich. Ganz großes Kino. Leute, ich möchte an dieser Stelle noch einmal kundgeben, dass ihr ungefähr Mitte November mal auf die Aldi-Prospekte achtet und ihr kauft euch den Aldi-Nordkalender mit diesem Pralin. Bei Aldi Süd gibt es bestimmt was Vergleichbares. Das Ding ist der Shit. Das Ding ist großartig. Ihr müsst es kaufen. Und auch jedes Mal, wenn ich so ausdrückliche Kaufempfehlungen sage, ich bin nicht gekauft und ich sage selten, dass etwas richtig gut ist und dass ihr sofort losziehen müsst und es kaufen müsst. Diesen Kalender müsst ihr kaufen. Seit Jahren begeistert mich das Teil mit absolut grandiosen Pralinen. Richtig geil. So, gucken wir mal, was in der Nummer 15 ist. Jemand meinte, nachdem gestern ja wieder in der Nummer 14 nichts drin war, dass es vielleicht verrutscht ist. Jetzt kann man natürlich überlegen, wo soll das hier hinrutschen, wenn wir da mal reingucken. Da ist nichts, hier kann nichts verrutschen. Das fucking Fach war einfach leer. So, die Nummer 15 ist hier oben. Ach, direkt da drüber. Das ist bestimmt die Seite des Horrors hier. Wer weiß, was hier noch drin ist. Nein, wie geil ist das denn? Ach, wie schön. Oh nein, guck mal, eine Serviette. Mal gucken, wer als nächstes reingeht. Entschuldigt bitte meine Wortwahl, aber das verstört mich jetzt irgendwo etwas und irgendwo auch nicht. Denn jemand hatte mich schon vorgewarnt, dass mich nochmal eine Serviette erwartet. Ich bin richtig gespannt, was diesmal drin ist. Und darunter steht auch noch Überraschungen. Was ist das für eine Ironie, bitte? Eine Serviette. Nein, da ist sogar was drin. Wisst ihr, was noch geiler gewesen wäre, wenn gar nichts drin gewesen wäre? So. Und jetzt gucken wir uns mal richtig schön an, was hier in dieser... Toll, guckt euch mal diese Dekoration an. Ich meine, hallo, das sieht doch richtig toll aus. So, hier so mit dem Papier und so. Und hier, ne, ich meine, da hat sich jemand richtig was gedacht bei der Sache. Nicht einfach nur so irgendwie was blöd in den Kalender gelegt, sondern sich gedacht, heute ist der 15. Dezember, heute hauen wir mal richtig auf die Kacke. Und der liebe Amazon Surprise Kalenderkäufer, der soll mal was richtig Schönes haben. Also nehmen wir nicht einfach nur die beschissene Nikolaus-Marzipan-Praline und packen sie so da rein, sondern packen sie auch in dekoratives Papier. Und jetzt haben wir hier nicht blaues Papier, wie es glaube ich war, sondern rotes. So richtig weihnachtlich. Und guck mal, man hat sogar hier so einen dekorativen Dreh reingemacht. Also ganz großes Kino. So, jetzt gucken wir mal, was drin ist. Oh, ein Täfelchen Schokolade. Wow, feine Vollmilchschokolade. Toll. Ich bin richtig begeistert. Ach, ist das alles schön. Ist das schön. Guckt euch das mal an. Oh, wow. Guckt mal. Wenn mir gleich irgendwie mein Kaffee ausläuft, kann ich damit sogar noch meinen Kaffee wegputzen. Richtig tolle Sache. Oh, guck mal, sie fällt sogar schon auseinander. Jetzt habe ich gleich zwei Servietten. Ist das schön. Liebe Leute, wer von euch diesen Amazon Adventskalender irgendwann mal kauft, möge sich bitte bei mir melden. Ich werde euch dafür, weiß ich nicht, geißeln. Nein, das werde ich nicht tun. Aber Leute, das ist so. So viel dazu. Und ich hoffe, ihr habt ein wunderschönes Wochenende, einen wunderschönen Samstag. Und wir sehen uns morgen am Sonntag wieder. Hoffentlich mit nochmal einer so geilen Inhalt, damit wir alle was zu lachen haben und ich etwas, um mich zu ärgern. Bis bald und ciao.